Christoph ist schon ganz aufgeregt. Zum ersten Mal in seinem Leben geht er zu einem Bundesliga-Fußballspiel. Im Stadion ist schon jede Menge los. Alle sind schon ganz gespannt. Auf geht's. Da laufen die Fußballer. Treten den Ball. Christoph findet das hochinteressant und fiebert mit. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt geht's Richtung Tor. Noch einer? Und? Achtung! Da fällt auch schon das Tor. Wow, Christoph ist ganz begeistert. 22 Spieler plus Schiedsrichter, also 46 Beine laufen da über den Rasen. Wie lange so ein Rasen das wohl aushält? Der wird ja ganz schön beansprucht. Alle hinterlassen ihre Spuren. Ist so ein Rasen da nicht irgendwann kaputt, denkt Christoph? In der Halbzeitpause geht schon so ein Trupp über den Rasen und versucht, die schlimmsten Stellen auszubessern. Aber in der Viertelstunde haben sie natürlich nicht viel Zeit. Deswegen ist Christoph am nächsten Tag nach dem Spiel nochmal ins Stadion gegangen und hat sich das Ganze nochmal genauer angeguckt. Tatsächlich, der Rasen sieht an vielen Stellen wirklich nicht mehr gut aus. Richtige Wunden sind das. Christoph trifft Willi Droste. Der ist hier im Stadion für den Rasen zuständig und der guckt sich das auch gerade an. Manche Stellen kann er einfach zutreten, wie die Männer in der Halbzeitpause. Aber zum Beispiel da ist einer richtig über den Rasen geschrammt. Ganz klar, dieser Rasen braucht Pflege. Als erstes wird der Rasen trocken geblasen. Er ist noch feucht vom Morgentau. Und wenn Rasen zu lange feucht ist, wird er anfällig für Krankheiten, zum Beispiel Pilzkrankheiten. Und dann kommen wieder die Leute zum Einsatz, die schon in der Halbzeitpause unterwegs waren. Mit so einer schmalen Grabegabel stechen sie in die Erde, lockern sie ein bisschen auf und treten dann das Gras so, dass die kleinen Wunden geschlossen werden. Vor dem Tor war aber besonders viel los. Für schwierigere Fälle liegt draußen vor dem Stadion noch ein extra Stück Rasenteppich. Kräftiger, gesunder Rasen. Mit einem Spezialgerät werden daraus sechseckige Stücke gestochen. Unten haben diese Stücke kräftige Wurzeln, die nur darauf warten, sich in den Boden zu graben. Mit dem gleichen sechseckigen Werkzeug werden jetzt im Stadion die Stellen ausgestochen, die repariert werden sollen. Also, altes Stück raus. Die Erde soll da bleiben. Und neues Stück rein. Erde nochmal auflockern, damit die Wurzeln es einfacher haben. Bisschen andrücken noch. So. Jetzt ist kaum noch was zu sehen. Fertig. Jetzt kann der Rasen gemäht werden. Hier im Stadion wird das alle 2 Tage gemacht. Normalerweise macht man das einmal die Woche, allerhöchstens. Eine richtige kleine Rasenmäher-Choreografie. Aber das ist noch nicht alles. Wenn der Rasen gut wachsen soll, dann braucht er auch Luft. Diese Maschine sticht Löcher in den Rasen, damit er auch die bekommt. Vertidrainieren nennt man das. Da kann dann auch das Regenwasser besser ablaufen. Natürlich will Willi Droste immer ganz genau wissen, was mit seinem Rasen los ist. Ein Regenmesser, damit er weiß, wie viel Regen gefallen ist. Und ein Apparat, der ihm sagt, ob der Rasen auch genug Dünger hat. Fühler im Boden, die messen das. Dann hat Willi Droste Christoph in die Tiefen des Stadions geführt. Da gibt es noch mehr Apparate, die einem etwas über den Rasen erzählen. Hier auf dem Bildschirm kann er zum Beispiel ablesen, wie warm es an verschiedenen Stellen im Stadion ist. In allen 4 Ecken des Rasens sind unterirdisch Thermometer. Wenn da eine Stelle zu kalt ist, kann er dort die Rasenheizung anstellen.
So kann er auch mitten im Winter dafür sorgen, dass die Spieler einen grünen Rasen haben. Die Dächer der Tribünen machen viel Schatten, daher die unterschiedlichen Temperaturen. Gras, und Rasen ist ja aus Gras, braucht aber Licht zum Wachsen. Und was macht man dann, wenn im Stadion so viel Schatten ist? Willi Droste hat sich dafür seinen Rasen im Stadion was ganz Besonderes ausgedacht. Riesige Gestelle mit Lampen. Die klappen die hier gerade aus, extra für uns, denn an einem sonnigen Tag wie heute wäre das eigentlich gar nicht nötig. Für so viele Lampen braucht man auch schon ein ganz dickes Stromkabel. Die Lampen sorgen nicht nur für Licht, sondern auch für Wärme. Dann hat es das Gras nicht nur von unten durch die Rasenheizung warm. Diese Lichtgestelle sind natürlich auch schwer. Damit es keine Druckstellen im Rasen gibt, müssen sie bewegt werden. Aber in Sachen Rasenpflege ist noch viel zu tun im Stadion. Also werden die Lichtgestelle wieder zugeklappt. So ein Rasen braucht nämlich auch Wasser. Zum Wässern hat Willi Droste ganz besondere Rasensprenger. Hier schaltet er sie ein. Und dann geht alles vollautomatisch. Echt gut versteckt, was? So, jetzt ist genug. Wenn der Rasen dann nach ein paar Stunden wieder abgetrocknet ist, wird er nochmal gemäht. Aber diesmal sind es andere Mäher. Spindelmäher. Die schneiden die Grashalme besonders glatt ab. Diese Mäher haben hinten noch eine Rolle. Damit wird das Gras angedrückt. Wenn diese besonderen Rasenmäher dann in einer bestimmten Reihenfolge über das Fußballfeld fahren, dann machen sie die Streifen, die man immer sieht. An so einem perfekten Stadionrasen muss man immer arbeiten, da ist immer was zu tun. Aber wenn Willi Droste dann am Ende des Tages über seinen Rasen geht, dann streichelt er ihn noch. Er liebt seinen Rasen und wenn dann einer kommt und einfach mal so drauf rumkicken will, dann findet er das nicht so gut. Nein, aber ja, komm, dann geh doch. Aber für Christoph macht er mal eine Ausnahme. Da freut sich der Christoph. Einmal einen Elfmeterschießen im großen Profistadion. Und? Gehalten! Ja! So ein riesiges Fußballstadion hat schon eine ganz eigene Atmosphäre. Kein Wunder, bei so einem tollen Rasen.